Sieben Punkte für eine Aufgabe bei einer Arbeit, die insgesamt 21 Punkte gibt, wird wohl nicht so wichtig sein. Was ich gerade gemacht habe, ist natürlich übertrieben, aber es zeigt so ein bisschen auf, wo man Punkte verschenkt. Hier gebe ich jetzt drei Tipps dafür, wie man auf jeden Fall zu mehr Punkten und im besten Fall zu einer besseren Note kommt. Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Das Erste, was viele Schülerinnen und Schüler zu denken meinen, wenn sie eine Arbeit schreiben, in der es sich nicht um eine Deutscharbeit handelt, ist zu denken, dann schreibe ich einfach so, wie ich es bei WhatsApp mache. Lol. Das ist nicht nur nicht besonders intelligent, sondern macht auch keinen guten Eindruck. Das heißt, wenn ich beispielsweise was lesen muss als Lehrer, wo keine Groß- und Kleinschreibungen, keine Kommaregel und sonst auch nichts beachtet wurde, dann macht es mir nicht so viel Spaß. Wenn es mir nicht so viel Spaß macht, wobei Spaß auch immer so ein bisschen relativ ist beim Korrigieren, dann habe ich im Prinzip auch keine Lust, eine gute Note zu geben. Das hört sich jetzt ein bisschen fies an, und in Wirklichkeit versucht man natürlich auch Arbeiten zu stellen, die einigermaßen objektiv sind, obwohl Objektivität natürlich ein Gerücht ist. Aber generell ist es trotzdem so, wenn ihr einigermaßen richtig schreibt und gut versucht zu schreiben, sodass man es eventuell sogar noch lesen kann, dann kann da der ein oder andere Punkt bei rausspringen. Der zweite Punkt ist der, den ich gerade in dem kleinen Vorlauf gesagt habe. Und zwar geht es im Prinzip genau darum, dass man schaut, wie viele Punkte gibt es eigentlich. Wenn es einen Punkt gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich relativ groß, dass man mit einer präzisen Antwort weiterkommt. Und da rede ich jetzt von Bio, Geschichte, Ethik, eigentlich völlig egal. Wenn es aber eine Frage gibt, die schon ein bisschen länger ist, so ein bisschen komplexer und man vielleicht 7, 8 oder 9 Punkte kriegt, dann sollte ich mir Gedanken darüber machen, warum das so ist. Wahrscheinlich ist das deshalb so, weil der Lehrer eine Antwort haben möchte und erwartet, die ein wenig länger ist. Das heißt, hohe Punktzahl, längere Antwort. Ihr könnt jetzt vielleicht denken, naja, klar, das ist total logisch, ist es eigentlich auch, aber es ist immer wieder verwunderlich, wie viele Einsatz- oder Zweisatzantworten man liest, obwohl es eigentlich ziemlich viele Punkte gibt. Der dritte Tipp ist, möchte ich wetten, auch einer, wo ihr sagt, naja, total logisch. Das Problem ist, mit total logisch scheint man in der Schule trotzdem manchmal nicht weiterzukommen. Dieser Tipp ist relativ einfach. Wenn es eine Aufgabenstellung gibt, bei der man viele Punkte machen kann und man natürlich die Antwort weiß, sonst kann man es vergessen, dann sollte man immer die Dreigliederung, die man aus dem Deutschunterricht schon kennt, also Einleitung, Hauptteil, Schluss, benutzen, um die Aufgabenstellung zu bearbeiten. Und zwar in jedem Fach. Das Witzige ist, dass ich sogar in Bio mit Leuten rede. Was heißt sogar in Bio? In Bio mit Leuten rede oder in Gemeinschaftskunde im Lehrerzimmer, wo mir Leute sagen, sag mal, macht ihr das in Deutsch nicht? Einleitung, Hauptteil, Schluss? Und ich sage jedes Mal, doch, das machen wir. Aber die Schülerinnen und Schüler denken, ja, das machen wir halt nur in Deutsch und jetzt kann ich bei dem anderen vergessen. Das heißt, wenn ich weiß, wie ein Einleitungssatz geht, also zum Beispiel dieser TATTE, könnt ihr in einem anderen Video gucken, vielleicht kann ich es unten verlinken. Wenn ihr wisst, wie das funktioniert, einen Hauptteil zu machen und wenn ihr wisst, wie das ist, einen kleinen Schlusssatz zu machen, dann benutzt das. Warum ist das so? Naja, das ist vor allen Dingen deshalb so, weil ich als Lehrer dann besser verstehe, worauf ihr hinaus wollt. Das heißt, wenn die Aufgabenstellung ist, erkläre dies und das, dann kann ich natürlich einfach einsteigen mit, das ist so. Ich kann aber auch einsteigen mit, es geht in dieser Fragestellung darum, dass. Oder um das beantworten, muss man dies und das machen. Das ist schön eingeführt. Dann mache ich einen Hauptteil und dann sage ich, entweder zusammenfassen lässt sich also sagen das. Oder insgesamt zeigt sich also wie auch immer. Aber diese Dreiteilung, die gibt mehr Punkte. Versprochen. Probiert's aus, kommentiert drunter. Zwar keine Gewähr, aber ich glaube nicht, dass es so schlecht sein kann. Macht's gut, bis bald.